Gott, wir danken dir. Du machst uns reich durch die Begegnung mit Schwestern und Brüdern aus anderen Kirchen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Unser Vater, Vater unser. Wenn Reformierte und Katholiken gemeinsam beten, dann wird der allmächtige Schöpfer doppelt so gut hören. Und schon seit Augustinus gilt natürlich, wer singt, betet doppelt. Wer in der prächtigen katholischen Kirche in Weinfelden genau hinhörte, spürte es. An diesem eidgenössischen Dankbuß- und Bettag 2012 wurde etwas Besonderes gefeiert. Das Kirchenwegefest zu 300 Jahren Parität, also rechtlicher Gleichbehandlung der beiden Konfessionen im Thurgau. Vor 300 Jahren hat man sich auf keinen Fall vorstellen, dass man miteinander feiert, dass die katholische und die evangelische Landeskirche feiert. Jetzt, heutzutage, sind wir viel weiter und können nebeneinander leben und miteinander auch ein grosses Fest machen. Und das freut mich ganz besonders. Fast überflüssig zu sagen, wenn im Thurgau gefeiert wird, dann richtig. Alle Altersgruppen ließen sich von der Festfreude anstecken, so hier in Bischofszell. Es war ein Tag, an dem besonders viele Geschichten aus jener Zeit zu hören waren, in der sich die zwei Konfessionen ein und dieselbe Kirche teilen mussten. Gerade Sonntagsschulweihnacht ist so eine Episode, wo man musste pressieren, mit aufräumen, weil dann Katholiken gekommen sind mit ihrer Messe. Die hatten am 7. Mess gehabt. In Solgen hingegen ist die reformierte Kirche schon etwas älter. Hier gab es ein Angebot für Sportliche. Dann machen wir uns auf den Weg in den Turm auf. Das Alter von dem Turm schätzen wir auf 1435. Da weist ein Bergstein an der Fassade drauf hin. Da konnte man sich ausrechnen, wie oft die Uhr schon geschlagen hat. Dann haben wir hier oben die Abendmahlsglocke. Die haben wir geläutet, wenn Abendmahl war, während dem Abendmahl. Und hier hinten das gleiche mit dem Tauf. Glöckli. Die Trommelfälle wurden dann auch noch auf eine harte Probe gestellt. Von oben konnte man einen Blick auf einen Teil des Wander-, Velo-, Bahn- und Inlineskate-Projektes Kirchenwege werfen, das die Menschen gerade im Jubiläumsjahr 2012 auf den Weg in und zwischen verschiedenen Kirchen im Kanton bringen will. Friede und rechtliche Gleichbehandlung brachten in 300 Jahren auch reichlich kulturelle Frucht. Und auch das war am Kirchenwegefest zu spüren, sehr eindrücklich etwa in Helzwil beim 5-Uhr-Konzert. Ein Konzert, das Jung und Alt tief berührte. Doch an diesem großen Thurgauer Tag wurde nicht nur zurückgeblickt. Die beiden Glaubensgemeinschaften wissen, dass sie große Herausforderungen meistern müssen, um auch weiterhin Licht der Welt und Salz der Erde für die Gesellschaft zu sein. Mir tut es ganz wichtig, dass wir eben nicht nur eine Einwegkommunikation haben, also nicht nur einfach Evangelium verkündet, sondern die Leute auch mit reinnehmen und schauen, dass wir zusammen etwas entwickeln können. Was mich stark gefunden hat und was ich finde, wo wir weiterarbeiten sollten auf dem Weg der Ökumene, dass wir viel stärker auch die Gemeinsamkeiten noch sehen, aus dem Schatz schöpfen und mutige Wege gehen.